Herr Dr. Präsident, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. Beim Vorredner fehlte ja zum Schluss nur noch die Bemerkung, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und ich will bei dieser ja fast schon Totenschändung von Voltaire noch einmal anmerken, es ging, glaube ich, um den Schutz der politisch Andersdenkenden, nicht um den Schutz der Nichtdenkenden. Meine Damen und Herren, aus Worten werden Taten, aus Hass und Hetze werden rassistische Terrorangriffe. Soweit begrüßen wir alle Initiativen, gegen Hass und Hetze auch in digitalen Netzwerken vorzugehen. Da finden Sie uns an Ihrer Seite. Aber Ihr üblicher Jubelantrag ist, wie auch üblich, äußerst schwach. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, wie staatliche Stellen scharf reagieren können, wenn ihnen auf einmal ein Zeitungsartikel nicht passt. Ich habe da eine andere Einschätzung zu, auch eine andere Einschätzung als Sie, Herr Heinz. Das ist ja alles in Ordnung. Aber wir haben gelernt, wie scharf Staat und staatliche Stellen vorgehen können, wenn auf einmal eine Meinungsäußerung ihnen nicht passt. Solch ambitionierte Reaktionen würde ich mir wünschen, wenn wir rassistische und faschistische Bedrohungen im Netz haben. Bei der Taz ist es völlig falsch kanalisiert. Und, Herr Heinz, ich hoffe, ich habe Sie jetzt eben missverstanden. Aber bei mir ist hängen geblieben, in der Faz werden Polizeibeamte verunglimpft, und dann passiert Stuttgart, das erklärt das. Das erklärt das überhaupt nicht. Aber überhaupt nicht. Sondern die Ursachen, auch wie Sie die Polizei in Stuttgart und das Innenministerium in Baden-Württemberg jetzt ermitteln, weist auf ganz andere Ursachen hin als auf die Lektüre eines Taz-Artikels. Was Zahlen, Daten, Fakten angeht, zu Ihrem Antrag, da hätte ich mir doch gewünscht, dass Sie uns heute einmal offenlegen, wie viele Anzeigen im digitalen Bereich von wie vielen Mitarbeitern bearbeitet werden, wie viele in der Strafverfolgung münden, wie viele zu einer Verurteilung führen. Diese Zahlen brauchen wir, um zu beurteilen, ob wir hier wirklich ein erfolgreiches oder zumindest erfolgsversprechendes Instrument haben oder eines, was zu Frust und Resignation führt. Das würde dem Rechtsstaat nicht helfen. Die Zahlen, Daten, Fakten fehlen uns aber. So finden sich wenige Erfolgsmeldungen in Ihrem Antrag. Sie beschreiben, dass die Berichterstattung über Hausdurchsuchungen zu einer Verunsicherung der Täter beiträgt. Es ist jetzt auch kein großer Wurf, aber selbst dafür fehlen die Belege. Und auch die Überlegung, ich muss Ihnen das sagen, was tut denn ein potenziell verunsicherter Täter, wenn er keine Hassposts mehr formuliert und verschickt? Sie bleiben uns die Erklärung schuldig, wie Sie den Übergang von Worten im Digitalen zu Aktionen im realen, analogen verstehen und wie Sie diesen Mechanismus durchbrechen wollen. Das wäre gut 4 Monate nach Hanau mal eine lohnende Auseinandersetzung in diesem Haus. Überaus peinlich wird es, wenn Sie uns Hessen als die treibende Kraft der Justizministerkonferenz klassifizieren. Bei allem Respekt, die aus Hessen hervorgegangenen Law-and-Order-Initiativen sind nicht unbedingt als durchgängig hilfreich einzuschätzen. Bei allem Respekt. Ich zitiere dazu aus der heutigen Faz unseren obersten Richter, Herrn Poseck. Er hat
ein guter Mann, das teile ich. Und ich sage vorneweg, wenn die CDU dessen Rechtsauffassung, die er heute wieder in der FAZ geschrieben hat, teilen würde, dann könnten wir uns diese ganze Stunde sparen. Es ist aber leider nicht Ihre Auffassung. Herr Poseck heute. In der Regel bieten schon die geltenden Strafrahmen die Möglichkeit, zu einer angemessenen und falls nötig auch strengen Bestrafung zu gelangen. Und diese Möglichkeiten sollte man erst einmal ausschöpfen. Das Strafrecht ist auch kein Allheilmittel. Ebenso wichtig bleiben die gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen, der Verrohung und der Radikalisierung von Menschen entgegenzuwirken. Soweit Poseck und soweit steht DIE LINKE hundertprozentig hinter dieser Auffassung. Was haben Sie denn gemacht über die JuMeKo? Fangen wir mal an noch einmal mit dem Sonderstrafrecht bei Angriffen auf Polizisten. Ich entsinne mich sehr gut, dass vor ein paar Jahren hier von diesem Pult, insbesondere seitens der FDP und von uns, genau dieses Sonderstrafrecht infrage gestellt worden ist. Weil das Sonderstrafrecht, um das in Erinnerung zu rufen, da geht es ja im Kern darum, die Mindeststrafe hochzusetzen bzw. zu verpflichten. Wir haben damals ganz klar gesagt, also FDP und LINKE im Schulterschluss, A, mehr darf die Polizisten auch nicht als eine Sondergruppe in der Gesellschaft behandeln, und B, wenn wir eine Mindeststrafe einführen, dann ist das als Erstes eine Erklärung gegenüber den Richtern, die die Strafe nicht hochsetzen, dass sie nicht ordentlich funktionieren. Es ist also eine Richterschelte, die Sie damit vorgenommen haben. Ob das so sinnvoll ist? Fragezeichen. Zweite Initiative. Die Strafandrohung für Teilnehmende an Demonstrationen, aus denen heraus Straftaten begangen werden. Damit Sie mich nicht von vornherein missverstehen, ich missbillige diese Straftaten. Aber wir können doch als Demokratinnen und Demokraten nicht ernsthaft wollen, dass wir die Bevölkerung davon abhalten, an Demonstrationen teilzunehmen, weil sie unter Gefahr stehen, dass, wenn irgendwo an einem anderen Ende der Demo eine Straftat besteht, sie selber mit strafverfolgt werden. Das kann doch kein demokratischer Ansatz sein. Das ist genau das, was in dem G20-Prozess zur Elbchaussee gerade in Hamburg verhandelt wird. Meine Damen und Herren, ganz am Ende Ihres Antrags schreiben Sie dann auch noch, es ginge nicht zuletzt auch um die Opfer. Den Umgang mit Opferfamilien haben wir bei der Familie von Halit Yozgat ja erlebt. Und erleben wir jetzt auch nach dem Anschlag von Hanau. Und wenn der Einsatz für die Opferverbände in Ihrem Antrag schal klingt, dann hat das leider etwas damit zu tun, wenn man sich die aktuellen Probleme von Response sich zumindest anhört von den betroffenen Mitarbeitern bzw. in den Medien darüber liest. Vielleicht kann jemand von den GRÜNEN gleich noch einmal etwas dazu sagen, warum das angeblich in der Öffentlichkeit alles falsch dargestellt wird. Aber wir müssen wahrnehmen, dass da Hessen nicht der Vorreiter ist, was die Ausstattung der Opferverbände auch mit Geld anbelangt. Zum Schluss, meine Damen und Herren, der wesentliche Teil der Gewaltprävention fällt eh nicht in die Zuständigkeit von Recht und Justiz, auch nicht in den Bereich von Polizei und schon gar nicht in den Bereich von Verfassungsschutz, sondern der Hauptanteil von Gewaltprävention ist Armutsbekämpfung durch eine andere Wirtschafts- und Steuerpolitik und, meine Damen und Herren, Sozialarbeit, Sozialarbeit und Sozialarbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.